Ne, Yumi, geil. Krieg ich jetzt eine Top-Lane-Senna und Yumi-Support? Da habe ich ja richtig Lust, Alter. Das wäre geil. Digga, ich habe echt Senna Top und Yumi-Support. Bruder muss los. Was haben die für Threads? Aura Ult, FFW, Syndra E, Nami Bubble, Nami Ult. Boah, unser Draft ist so beschissen, ist crazy. Dark Harvest Part, Digga. Ich glaube, der Draft wird nicht mehr schlechter. Ich muss so einen ausspielen, dass wir dieses Game gewinnen können, ne? Weil wir haben nichts. Geil, wir invaden und sterben. Nice, Bro. Gut, dann Welt. Weiß auch nicht, warum man Pantheon Jungle mit Dark Harvest spielt, außer man möchte verlieren. Ist aber okay, wir können nicht beeinflussen, was da Top Lane passiert. Wir müssen einfach uns auf die Lane hier fokussieren. Ich wollte gerade sagen, jetzt gehen wir doch 100 Pro. Wir haben doch ein Summoner mehr. Bastard. Gleich vorgeschlagen, Rune genommen. Anders kann ich es mir nicht erklären. Oder Gillefeld. Ja, aber selbst Fealty geht es nicht. PTA immer besser? Selbst Fealty geht es nicht. PTA einfach so gut auf Pantheon, dass du es immer gehst. Aber ich glaube, legit auch Elektro wäre besser als Dark Harvest. Ich glaube, Dark Harvest ist so shit. Man nimmt ja auf Niederleger in Dark Harvest zum Beispiel. Auf dem Champ, wo es ja Sinn machen würde. Da gehst du ja auch Conqueror. Bastard. Wäre das Yumi da nicht weiter auf die Ahri springt, oder? Junge, macht die einen Schaden. Die hat schon Kraken ready. Was hat die Ahri da gerade getan übrigens? Was zum Fick hat die Ahri gemacht? Ich wüsste es so gerne. Sie muss so unfassbar schlecht sein, dass sie da nicht den Lucian tötet und selber stirbt. Muss sie so unfassbar, unfassbar disgusting sein, dass das passiert. Aber dass Yumi auch nicht auf Ahri weitergeht, ist auch crazy, oder nicht? Ja, ich höre, Yumi-Spieler sind das allerletzte, Digga. Wie kann er so schlecht sein? Er hat drei Stacks, er versucht nicht mal zu scheren. Er versucht es nicht einmal. Sie muss schnell gehen. Unser Scheiß Charme, Bro. Das heißt, sie hat so lange mit ihrem Charme gewartet, dass sie echt auf ein Leben gedroppt ist. Yikes. Ich muss auch legit flashen. Ich habe nicht darauf geachtet, dass wir keine Platten haben und die Wave einfach runshotten. Wenn ich meinen Q drauf, ich denke. Gutes DP von der Ahri. Ich meine, die macht immerhin viel für Botlane, weil. Das macht sie gut. Sie ist viel mehr auf der Map als die Syndra. Weiß gar nicht, ob es Game wie dieses Game. Aurora scaled halt sehr dumm auch. Ist auch ein sehr Birkner Champ. Aber ich denke, so Yumi. Oh, Bruderherz. Ach, Bruderherz. Guter Call. Ist nicht mal close. Ach man, Senna Toplane, Digga. Warum aber? Syndra ist da. Jetzt ist aber alleine hier. Die One-Tap mich niemals, ne? Was tut sie? Okay, warte mal, sie denkt legit, dass sie mich durch Yumi durch one-tappt. Wie delusion ist das Spieler? Denkt sie, sie ist 1000-0 oder was, hä? Use ist die Senna so? Ja, die gehen nach Enten halt gerade Toplane. Ah, jetzt soll ich basen, oder was? Ist die dumm. Ich hoffe mal, dass sie nicht neben denen die Nexus-Turn machen können. Dankeschön, Alter. Hab nicht hingeguckt, aber ich war stark davon ausgegangen, dass sie das nicht verlieren. Neben die Winnable. Ich gehe Spear. Bisschen Schaden würde nicht, nicht schaden. Mal einen Play auf die Syndra. Wir müssen ja doch Top irgendwie deffen, ne? Und das One-Shot, nice. Let's go, Windows.
Like Imagine spielt Conqueror. Kann das dann nicht gewinnen vielleicht? Wenn sie trollt. Hätte. Löwe. Nami spielt wirklich. Das ist richtig gut, was die Ari da macht. Also TP-Flanks und so und generell Verständnis für Map macht sie richtig gut. Oh, ich bin so bad. Ich bin so ein greedy Bastard. Oh mein Gott, war schlecht. Ach, Digga, was tue ich? Fuck. Wollen einfach starten? Weiß ich nicht. Mal probieren. Jetzt fuck it, no? Oh, Jungs, jetzt sollen wir doch eigentlich fighten, no? Maybe denken wir nicht. Denken wir nicht, dass wir den durchziehen. Ist auch giga riskant. Jeder für sich, jeder für sich. Nee, nee, ich lass dich sterben, lass dich sterben. Jungs? Warum? Komm, naja, ist jetzt fein. Hab meinen Ult gebuffert. Nice. Hat nichts gebracht, weil sie geflasht ist, aber an sich okayes Play. Der Aurora Ult raus. Der Blueshinz haben auch noch getötet, meine Ult. Das war natürlich sehr beabsichtigt. Gut. Nein, Samson. Smash. Denke ich auch noch, actually, Yuri. Auch wenn die viele Tote hat. Aber sie hat auch mich richtig halt gebracht. Hat richtig gutes Map-Movement gehabt. Ja, zumindest für mich. Ich weiß nicht, wie gut das Movement war, wie viel sie verloren hat. Hat mich sehr nach vorne gebracht. Dass Yuumi hier nicht einfach vor mich läuft und scheiß Lucian-Ult tankt, ne? Yuumi-Spiele, Alter. Da ich, sie kann einfach vor mich laufen, sie ist full life, ne? Und kann die scheiß Ult tanken. Egal. Ich weiß echt nicht, was Ahri da gemacht hat, right? Wie sie den Kill nicht hat und stirbt gegen Lucian, ist mir ein riesengroßes. Diese Execute. Ja, Lucian hat immer das Assist, okay. Da habe ich jetzt nicht damit gerechnet, dass sie schon ein Item hat. Muss hier Baryon. Baryon into Q in. Maybe playable. Glaube ich eigentlich nicht, aber maybe. Ich hatte überhaupt nicht auf dem Schirm, dass Baryon da sein kann. Schlechte Map Awareness. Der andere tot ist. Ah ja. Oh mein Gott, der Tod ist richtig disgusting. Baryon spawnt jetzt. Ich treffe das Q, ich treffe das Q. E rein. Dreht schnell die Kameraführung und Flash noch rausgehauen. Und Baryon beides und Yuumi ist auch tot. Pah. Ja, ich glaube, es ist Liebe.